Diese Welt ist doch ganz schön umfangreich hier. Willkommen zurück zu SpongeBob The Cosmic Shake. Das Ding ist gerade wieder auf dem Weg zu uns, deswegen nutzen wir das doch direkt mal, um einmal hier hin zu gleiten. Hier wird aber wahrscheinlich auch wieder nur Jelly sein. Von dem wir jetzt mittlerweile 4000 gesammelt haben. Also aber ich, ja doch, ich schaffe das, okay. Das soll jetzt eigentlich auch noch, na, oder auch nicht. Ja, hätte ich vielleicht auch warten können. Jetzt habe ich wieder noch eine Unterhose, toll. Bei diesem Kranführer, da komme ich nicht rein, oder? Ich muss jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Versuche mal hier so viele davon wie möglich mitzunehmen, aber... Ja gut, ist dann auch nicht schlimm. Wenn es nicht für mehr gereicht hat. Dann weg mit euch und gebt mir bitte Unterhosen, das wäre fantastisch. Ihr seid blöd. Okay. Was bewirkt das? Dass der Kran runtergelassen wird. Wird er auch gleich wieder nach einer Zeit hochgefahren? Mach mal was, Kollege. Oh. Ich habe eine Unterhose gesehen, die brauche ich. Kann ich jetzt weiterlaufen? Höchstwahrscheinlich nicht. Oh, wäre mal eine interessante und berechtigte Frage. Kann ich sonst noch irgendwas erreichen, wovon ich vorher nur geträumt habe? Nein. Ich habe nämlich auch von nichts geträumt. Leck halt noch mehr. Ich glaube, da war das Autosave gerade ein bisschen schuld. Weg mit dir. Und weg. Immer schön hinter den Kran gucken. Ja, da soll ich eh mit dem Trampolin hoch. Was ist da hinten? Sieht interessant aus. Nein! Hauptsache nicht runterfallen. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Unterhosen. Ne? Ein bisschen Zeit. Seitwärtsansicht ist vielleicht auch gar nicht schlecht dafür. Oh, fuck. Das ist aber ganz schön knapp. Eieiei. Und da ist wieder das Surfbrett. Und ich soll wahrscheinlich nicht in die Kräne. Oder in diese Greifarme da halt rein. Jetzt müssen wir wieder 30 Jahre warten, bis. Oh, eieiei. Der hat jetzt aber losgelegt, der Sack. Ich bin jetzt nicht wieder unten, oder? Oh, nee, zum Glück nicht. Es wäre ein bisschen weit gewesen, oder? Ja, auf engen... In engen Bereichen ist das doch hier gar nicht mal... Oh, so! So einfach gegen den. Du hast doch deine scheiß Wanne abgelegt. Warum darf ich dann nicht? So. Aber ich musste noch gar nicht besiegen eigentlich, aber ich mach's trotzdem. Komm her. So, gleich schlägt er dreimal. Oder auch nicht. So, auch in Ordnung. Ey, dafür hat es sich halt echt nicht gelohnt, ne? Ich hab doch X... Ich hab halt X gedrückt. Er wollte irgendwie nicht gleiten. Da kann ich auch nichts machen. Hallo. Da war einfach nur eine Attrappe. Lustig. Oh. Vielleicht sollte ich besiegen, vielleicht. Dann ist das Ganze ein wenig sicherer. So, weiter. Hallo? Ja, weiter kegeln. Oh Gott, wie hoch geht das noch? Da vorne müsste Schluss sein. Es wird auch langsam Zeit hier. Hier ist wirklich wieder jemand am Start. Und da geht's zum Showdown. Ah, eine Kuppel. Der Boss ist bestimmt nicht Sandy. Zack. Sieh mal, es ist Sandy. Ich meine... Sieh mal, es ist Sandy. Na, wenn das nicht der Kopf aus Schwamm und sein Dallas großer Ballonpartner Patrick sind, die da durch meine Tür kommen. Eigentlich kommen wir durchs Dach. Ach, wirklich? Und ihr geht wieder durch den Boden. Ich bin nämlich in Stimmung. Und zwar für Karaya.
Niemand interessiert sich für Dialoge. Mein Publikum will Farben und Bewegung, die einen visuellen Konflikt bilden. Es will Krach, Bumm, Zack, kein Blablabla. Werf das dumme Drehbuch weg. Das Drehbuch? Und Action! Du hast dich sogar umgezogen. Du bist ein beeindruckendes Mädchen. Ich glaube, die waren eigentlich andersrum, die beiden Textzeilen, aber was soll's. Ach du Scheiße. Dieser komplette Eskalationskurs. Aber ja, ist, glaube ich, klar, was wir machen. Was wir machen sollen. Komm mal hierher. Viel Spaß. Darf ich noch was machen hier, oder? Hallo? Besiege Sandy. Ja, wie denn? Achso, war ich. Ach, mit dem Karate-Kick. Ja, gut. Darauf hätte ich auch kommen können. Oh, shit. Ja, sie wurde trotzdem. Oder? Ne, sie wurde nicht getroffen. Aber cooler Kampf. Ich bringe deine Blase zum Platzen. Die Blase oben muss platzen. Warte. So. Jetzt. Auch wenn ich auch getroffen wurde, macht ja nichts. Da drüben liegt doch schon mit der Unterhose. Ach nee, das muss jetzt nicht sein. Ich mag Bosse nicht, die immer irgendwelche Lakaien vor sich vorschicken. Das ist einfach nur nervig. Wenn man wieder mal nicht weiß, was man sonst noch so an Phasen einbauen soll. Einfach mal ein bisschen Gegner droppen, die man schon die ganze Zeit tötet. Es macht immer Spaß als Spieler. Weg mit euch. Spart sicherlich Arbeit und Zeit, aber es ist nervig. So, weg mit dir. Dürfen wir jetzt wieder? Wäre nett. Ja, oder wir machen eine ganz andere Phase und machen hier einen auf Brutals. Okay, wir müssen nicht, ich war schon tot? What? Okay. Ich hatte eigentlich noch zwei Unterhosen gefühlt, aber na gut. Ach, wir bleiben sogar in der Phase, das ist ja lame. Ja, oder auch nicht. Hä? Warum hat's denn jetzt trotzdem noch, also das ist irgendwie weird. Habe ich jetzt quasi eine Phase? Nicht? Also muss ich quasi gegen ihre dritte Phase nicht kämpfen? Oder was ist jetzt hier los? Weil ihr Schaden bleibt gespeichert, aber sie ist wieder in der ersten Phase. Oder ist es quasi nur so eine Zwischenphase jetzt? Mit dem horizontalen Rad. Das kann natürlich auch sein. Das ist quasi nur so eine Sandy-Angriffsphase ist, die wir überstehen müssen und dann geht's halt normal weiter. Ja, doch, okay. So wird's sein. Okay, also ich muss hier nichts machen. Ich darf auch so halb durch das Ding durchspringen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann mach mal. Immer schön halt in Richtung des Rades drehen, damit man weiß, wann man flüchten muss. So. Sehr schön. Einmal noch. Wie viel habe ich jetzt? Oh, geht noch. Noch habe ich... Noch hätte ich genug. Jetzt habe ich langsam nicht mehr genug, weil ich jetzt schon wieder getroffen wurde. Richtig dumm. Ja, die sind halt gar nicht so ohne, diese kleinen Viecher. Aber man kann die auch schön aus der Entfernung anvisieren eigentlich. Ist jetzt gar nicht mehr so das Ding. So. Ist auch erledigt. Und wir bekommen... Uiuiuiui. Ja gut, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Also was da genau passiert. Ich kann auch echt nicht ausweichen. Aber jetzt kommt schon wieder das Rad. Ja, ist ja easy. Selbst wenn ich mich jetzt treffen würde. Tut sie aber nicht. Explosion, eine Gehirnerschütterung? Du hast den Vertrag unterschrieben, ja? Hätte nie gedacht, dass du es schaffst. Aber das war echt fantastisch. Ich kann schon die Fortsetzung sehen. Nein, die Trilogie. Los, drehen wir sofort weiter. Licht, Kamera, Ton. Nochmal auf Anfang. Und...
Problem, Sandy. Aber es gibt noch eine Menge zu tun. Bis später. Ich bin froh, dass Sandy und ihr komisches Haus wieder da sind. Aber auch ich will mein Haus zurück. Glaub ich dir, Pumpel. Oh, Cassandra wird uns bestimmt helfen. Sie ist die vertrauenswürdigste Person, die ich kenne. Mit dem Karate-Kick können wir jetzt hier irgendwas erreichen, offenbar. Dann gucken wir doch gleich mal nach, wo uns das hier hinführt. Ah, ich wollte eigentlich den Ballon dann erledigen, aber na gut. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was das hier bringen wird, aber... mindestens mal ein bisschen Gelee. Ich hoffe aber, das ist nicht das Einzige. Weil das wäre ein bisschen lame. Und ja, jetzt wie gesagt, möchte ich mich dann mal ein bisschen nochmal in der Overworld hier umgucken. Ein bisschen mehr, ein bisschen genauer. Aber da doch schon das ein oder andere finden können. Ah, das hier zum Beispiel. Im Supermarkt gibt es echt alles. Mehr Geld kaufen, alles klar. So, hier diese Markierung dürfen wir nicht überschreiten, das ist okay. Weiß ich Bescheid. Ja. Aber genau die hätten wir schon finden können. Den einen oder anderen. Also einen auf jeden Fall. Und das, naja. Hole ich jetzt vielleicht, hoffentlich noch. wär mein Ziel an sich. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Deswegen werde ich mir jetzt hier mal deutlich genauer umschauen, halt, als bisher. Ah, jetzt sind hier überall diese Gegner. Das brauche ich jetzt nicht. Also, den Typen ignoriere ich jetzt mal. Auf den habe ich sowas von keinen Bock. Ja, nichts Spannendes mehr. Was geht hier hinter ab? Irgendwelche Drogengeschäfte offenbar? Ein schöner Tag in Bikini Bottom. Ja. Das klingt definitiv nach Drogengeschäften. Die kommen sich ja nur gerade ein bisschen beobachtet vor. Aber solche Gespräche sind zu oberflächlich, als dass sie hinter einem Gebäude stattfinden können. Nicht wahr, Schwester? Ich weiß. Ich sollte eigentlich drin bei unseren älteren Bewohnern sein. Aber sie haben diesen neuen Radiosender entdeckt und drehen völlig durch. Nichts bringt sie zur Ruhe. Eigentlich habe ich für solche Notfälle immer Glückskekse dabei. Das wohlklingende Knirschen ist so beruhigend. Aber leider sind die Kekse inmitten des Chaos der Stadt verschwunden. Komm, Patrick, wir finden diese hellseherischen Kekse. Okay, also ja, sammle Glückskekse. Wieder eine neue Sammelmission, ein neuer Sammelgegenstand. Und wie gesagt, ich muss ja nochmal zu Plankton. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, der war da drüben, ne? Die Flagge da. Das heißt, mit dem werden wir es auf jeden Fall mal sprechen. Cassandra hat Zeit. Werden wir wahrscheinlich gegen Ende des Parts dann mal machen. Und wir können uns theoretisch auch wieder mit dem Seepferdchen fortbewegen, aber das will ich gerade gar nicht. Ah, stimmt, hier oben waren wir schon mal bei den beiden Typen. So, hallo Plankton. Kicherkumpels. Hört mir genau zu, ihr beiden. Ich konnte Fleckchens Spuren ausfindig machen, aber sie sind überall verstreut und führen zu all diesen Portalen. Wow, Fleckchen hat's echt weit gebracht. Ihr sollt zuhören! Ihr müsst ihn in all den Welten suchen, in die ihr reist. Ihr seid die Einzigen, die ihn zurückbringen können. Keine Sorge, Plankton. Wir werden nicht ruhen, bis er wieder zu Hause ist. Gut! Und jetzt verschwindet! Ja, und jetzt finden wir ganz. Also kommen wir ganz wieder von diesen Missionen, genau. Und seit wann sind Planktons Türen eigentlich aus Holz? Auch spannend. Naja. An sich würde es mich reizen, sogar schon fast nochmal in genau diesen einen Bereich da zurückzugehen, aber ich weiß gar nicht, wo genau der Dings da war. Wahrscheinlich hier bei Dojo anwesend, dann müsste ich da wieder hochlaufen und alles, und das ist noch ein bisschen aufwendig. Aber ja. Sammle Glückskekse und finde Fleckchens Versteck. Das. Ach, die Glückskekse sind jetzt auch spezifisch auf die Karate-Dings da. Warum das denn? Ich habe die Mission ja hier bekommen. Es ist interessant, warum das denn? Naja, gut. Aber in jeder Welt haben wir jetzt offenbar auf jeden Fall dieses Findefleckchens versteckt, diese Mission. Also wir werden oft in die einzelnen Level nochmal zurück müssen für Sidequests. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Ist alles so nach und nach freigeschaltet wird. Man hat halt einen Wiederspielwert dadurch. Von den einzelnen Leveln, wenn man sie einmal durchgespielt hat. Und das ist schon ganz cool. Okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Die Schule hat geschlossen, SpongeBob. Ich befinde mich hier in einer heiklen Situation. Situation? Willst du das N auch aussprechen, oder?
Ach so, ja, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre Boden. Weil es so braun aussah. Aber nee, offenbar nicht. Ja gut, dann nicht. Ist okay. So ein bisschen. Ich mag Züge. Irgendwas Spannendes hier? Oh, ihr zwei seid es. Ich wünschte, ich hätte eine Freundschaft wie eure. Ich wünschte, der Typ würde mich nicht meilenweit verfolgen. Was ist mit ihm falsch? Kein Leben? Das sieht so danach aus, als kämen wir hier weiter, wenn wir irgendwas könnten. Merken wir uns mal. Ich hoffe, das tue ich auch. Ich mag Bikini Bottom. Ich auch. Jetzt hören wir es wenigstens nochmal schön. Bist du? Unwichtig offenbar. Ah, endlich juckt es nicht mehr. So, ich muss mich mal versuchen, ein bisschen zu orientieren. Was war jetzt hier? Hier war der Typ, genau, okay. Dann gehen wir mal hier nach unten weiter. Uiuiui. Oh, Mami sagt, ich könnte zum Geburtstag auf einem Seepferdchen reiten, wie ein echter Cowboy. Mami sagt viel. So, hier sind irgendwelche Leute, die in den Trümmern nach Geld suchen oder so, oder nach... Ich weiß nicht, was die hier machen. Vielleicht haben die nur 7 Dollar, obwohl irgendwas für 5 Dollar verkauft werden soll. Wer weiß. Sieht nämlich schon ein bisschen nach einem Krödel aus, wenn der Mr. Krabs davor steht. Warte, haben... Oh je. Schön, dass wieder alles beim Alten ist. Was? Und ja, für Bikini-Bottom-Verhältnisse. Also beim Alten würde ich es jetzt nicht nennen, aber na gut. Du noch was, Krabs? Du hättest mich im Wilden Westen lassen sollen, mein Junge. Ein Gefängnis ist immer noch besser als eine Welt ohne Geld. Sorry, Mr. Krabs, aber ich werde alles wieder in Ordnung bringen und Sie bekommen Ihr Geld zurück, versprochen. Naja, Geld-Zurück-Garantie, man kennt's. Okay, hier haben wir jetzt wieder ein Seepferdchen, aber das werde ich trotzdem noch nicht nehmen, weil ich mich ja schon ein bisschen selber bewegen möchte und umschauen möchte. Es ist ja eher für den reinen Transport gedacht. Den es hier jetzt erstmal nicht geht. Ich habe mich ja doch sehr oberflächlich umgeschaut, weil ich auch immer in die nächsten Welten dann rein wollte. Das war vielleicht auch gar nicht so clever, aber ich glaube, da oben ist nichts. Hallo. Ich könnte es bestimmt mit einem Drachen aufnehmen. Wenn ich wollte. Mit Rainer? Naja. Er könnte jedenfalls raus aus dem Gefängnis, wenn er wollte. Ach, wirklich mein bester Freund. Man darf nicht dieses blaue Gelee berühren. Ach so, nee, ach so, ich bin über die Markierung gegangen. Gar nicht richtig mitbekommen, dass da eine Markierung ist. Das habe ich irgendwie ein bisschen... Ja, unterschlagen. Kommt man darauf? Ja, ist aber nichts Spannendes. Na gut. Es scheint jetzt nicht so viel zu bringen, an der, ich nenne es mal, Küste lang zu laufen. Schade. Aber vielleicht ist hier noch was. Nein. Da war bei dem Haus jetzt auch wirklich gar nichts erstmal, ne? Ne. Sieht nicht danach aus. Kann ich dich noch mal ein bisschen... Ja, ich kann dich auf jeden Fall belästigen. Mrs. Puff? Okay. Einfach mal jeden schlagen. Wer nicht mit mir spricht, der wird geschlagen. Ganz einfach. Da ist schon wieder so ein... Achso, nee, jetzt bin ich wieder bei Sandy. Kann man hier im Kreis laufen? Ich weiß es gar nicht, aber hier war ich ja noch. Also hier habe ich mich noch nicht nochmal umgeschaut. Da habe ich auch so ein bisschen den Aufbau vielleicht mehr verstanden. Vielleicht auch nicht. Bin mir noch nicht so sicher. Aber wobei... Ausgesehen. Stimmt. Aber es ist doch voll mit diesem mysteriösen kosmischen Gelee. Ich meine, alles drumherum. Ich habe mich noch gar nicht gefragt, wo wir Cassandra überhaupt antreffen. Hier ist es. Aber gab es nicht noch irgendwie weitere Bereiche? Habe ich jetzt nicht irgendwie voll was... Es gab da noch irgendwie irgendwo, wo man hin konnte oder nicht.
komisch. Oder hätte ich das halt machen müssen, bevor man die Story richtig anfängt. Naja. Ich würde sagen, dann sprechen wir mit Cassandra, weil ich glaube, wir haben ansonsten nochmal alles hier soweit uns eigentlich angeschaut. Wüsste nicht, wo ich sonst noch hin könnte. Cassandra, bitte hilf uns! Wir müssen mein Haus finden. Ohne meine Ananas bin ich nur ein ordinärer sprechender Schwamm. Das ist ein Meter weiter. Tut mir leid, SpongeBob. Ich bin damit beschäftigt, das Gewebe des Universums zu reparieren, das du zerstört hast. Cassandra, hilfst du uns dabei, mein Haus zu reparieren? Klar, wenn deine Freunde wieder da sind, die Stadt repariert wurde, alles in kosmischer Reihenfolge. Oh, mein schönes Heim. Und eine leckere Ananas. Hier, nimm doch bitte dieses kosmische Kostüm und durchschreite das Portal. Pirat? Wieso wusste ich das? Wieso wusste ich das? Juhu! Welchen Käse mögen Piraten am liebsten? Ne, ich hab nur da hinten das Piratenschiff gesehen. Cheddar? Ach, das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, ich weiß viel über Piraten. Und ja, ich hatte halt einen Kommentar bei Domi mal gelesen. Von wegen, er wird die dritte Welt mögen. Und da war mir eigentlich klar, das ist entweder Strand oder eine Lava-Welt. Naja, irgendeine schöne Strand-Piraten-Welt. Ich bin gespannt. Kann man was draus machen? Kann man noch verkacken? Mal schauen. Was war denn gerade mit Dreieck eigentlich? Was war da gerade? Kann ich hier noch irgendwas bespringen oder so? Theoretisch, aber es bringt mir, glaube ich, nicht viel. Habe ich noch irgendwas übersehen? Hier irgendwie in die Richtung vielleicht? Nee. Gut, ich glaube, dann gehen wir doch direkt nochmal durch das Portal und schauen uns schon mal so 5 bis 10 Minütchen die nächste Welt an. Was uns da so erwartet. Nach 3 Minuten Ladezeit, gefühlt. Ich hoffe, kein anderer unserer Freunde wurde hierher verschleppt. An irgendwas erinnert mich die Musik. Naja, gucken wir erstmal. Wir haben jetzt hier auch wieder Fleckchen zu verstecken, ne? Ja. An Klonoa! Diese hellen Töne, diese helle Flöte. Die erinnert mich so ein bisschen an Klonoa. An das Winddorf. Und natürlich, ach, ich liebe Piratenmusik. Das ist so schön. Hier sitzt auch wieder eine vielversprechende Kandidatin beim norwegischen Vorentscheid vom ESC dabei. Mit Queen of Kings, glaube ich, heißt der Song. Und hat auch so eine richtige, schöne... So piratenmäßig irgendwie. Das Ganze wird dann am Samstag entschieden. Also heute oder gestern oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann dieser Part eigentlich online kommt mittlerweile. Oder wie viel der das eigentlich ist. Müsste der 6. sein, oder? Oh. Achso, ich lebe noch. Ich dachte irgendwie gerade, ich bin tot. Weil er sich irgendwie erstmal nicht bewegt hatte. Wer will Ananas? Warum ist Französisch hier? Ich weiß nicht. Weg mit dir. Hey. Das ist aber ganz schön brutal hier. Meine Güte. Geht nicht klar. Was geht hier ab? Ich laufe auch ganz komisch hier gerade. Immer so Schlangenlinien irgendwie, aber... Ach, ne, Unterhose, sehr schön. Ich werde den jetzt noch umbringen, aber ich glaube, die nächsten Gegner dieser Art werde ich einfach mal ein bisschen ignorieren, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, immer so lange für einen Gegner hier rumzuhampeln. Weil sich das auch einfach nicht lohnt. Ich meine, klar, bei so Gegnerwellen müssen wir... Ich dachte, der trifft mich nicht. Da muss man jetzt nicht so... Da muss man die töten, so, ne? Aber sonst muss man dafür jetzt nicht so rumhampeln. Das muss halt wirklich nicht sein.
Diese einzelnen Plattformen erinnern mich gerade irgendwie ein bisschen an dieses Schrottlevel. Schrottplatzlevel aus dem Film für die PlayStation 2. Wo die Gegner halt auch ein bisschen nervig waren, die immer wieder zu besiegen und so. Also ich hoffe, das wird nicht so nervig in dem Spiel. So, hier, die Schießheilnis, die müssen mal weg. Ihr nervt extremst. Ja. Sag mal, gibt's doch nicht. Ja, ich hab's geschafft, nicht runterzufallen. Alter. Ihr seid richtig nervig. Meine Güte. Verlasse die Insel. Hup. Wie verlasse die Insel? Was soll das denn? Es ist irgendwie eine sehr komische Welt. Wie? Spür die Rache der Killer-Garnele. Kleiner Platz reicht. Ich wusste. Ach so, verlasse die Insel. Das ist mein Ziel jetzt. Jetzt verstehe ich das, was sie meinen. Weg mit dir. Die sollten dich den eulenden Olländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Ich verstehe gerade gar nicht, wo ich überhaupt herkomme. Was geht hier ab? Ja doch, da komme ich her, ne? Okay. Ich will mich eigentlich nur mal ein bisschen umgucken, aber irgendwie werde ich direkt immer runtergeballert hier. Wir sind echt irgendwie gnadenlos. Ich will, dass du aufhören zu labern. Labern, tust. Bla. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Dieser verfluchte Seetangfresser hat mein geliebtes Schiff gestohlen. Verwirrte Brokkoli voraus. Ach so, ist nur der fliegende Holländer. Er hat auch meine Ananas. Dieser obststehlende Freibeuter hat es zu weit getrieben. Captain Holländer, Sir. Sie müssen ihr Schiff zurückbekommen, damit ich meine Ananas zurückbekomme. Das ist eigentlich voll cool. Also, die Killer-Garnele ist ja so ein Bösewicht von Meerjungfrau und Blaubarschbube. Also ein Gegner. Aber Killer-Garnele hat all meine kostbaren Socken weggeworfen. Kein Pirat, der was taugt, würde einem sockenlosen Captain folgen. Und wenn ich keine Mannschaft zusammentrommeln kann, haben wir keine Chance gegen den Admiral. Ich glaube, das Problem ist eher deine Dinnersocke, oder? Ohne sie kriegst du doch nichts runter. Man braucht keine Socken, um Pirat zu sein. Patrick hier hat in seinem Leben noch keine einzige Socke getragen. Das stimmt nicht, der hat dich immer nachgemacht. Ich hab nicht mal Füße. Das stimmt hingegen. Wenn Sie also zwei treue Seebären brauchen, treten Patrick und ich mit Freude Ihrer Mannschaft bei. Mit oder ohne Socken. Willst du noch 5 Minuten lachen? Ich hab Zeit. Also gut, aber erst müsst ihr Lausbuben beweisen, dass ihr aus echtem Piratenholz geschnitzt seid. Dazu müsst ihr einen echten Schatz ausgraben. Aha. Aha. Euch furchterregende Piratennamen verdienen. Aha. Aha. Und all meine Socken finden. Die will ich nämlich immer noch wieder haben. Zu Befehl, Captain Holländer, Sir! Zu Befehl, Captain Holländer, Sir! Ich hoffe nur, dass die mich nicht die ganze Zeit mit dem Dauerfeuer hier beballern, weil das ist ein bisschen störend. Okay, alles klar. Dann haben wir schon mal die Mission, was wir finden müssen hier. Und werden uns hier umgucken beim nächsten Mal. Ab dem nächsten Mal. Es wird nämlich wieder ein bisschen dauern. Es wäre halt eigentlich auch gut zu wissen, wie Fleckchen eigentlich aussieht. Ach so, so sieht Fleckchen aus. Ja, stimmt. Okay. Ich erinnere mich ja irgendwie daran, den mal irgendwie zumindest gesehen zu haben. Wenn auch nicht richtig in der Folge. Entsprechend, ja. Weiß ich schon mal, nach was ich auch Ausschau halten muss. Weil den jetzt direkt im ersten Playthrough zu finden, wäre natürlich auch ganz nett. Ja, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.